Der Zug brauste in die Nacht. Ich stand auf dem Gang und schmeckte mit dem Kohlenrauch, der durch alle Ritzen drang, die Ahnung kommender Ereignisse. Überall, in allen Abteilen, saßen oder standen junge Leute. Sie hockten neben schnarchenden Handlungsreisenden und stullenverzehrenden Geschäftsleuten. Sie wurden misstrauisch beobachtet von den Bahnbeamten. Sie trugen verschossenes Feldgrau und geflickte Breeches gleich mir. Sie sahen mit ihren blonden Schöpfen und hochmütigen Gesichtern einer dem anderen außerordentlich ähnlich, ohne dass der Grund dieser Ähnlichkeit für den, der nicht um die Gleichartigkeit ihres Schicksals wusste, erkennbar war. Wir erkannten uns sofort, begrüßten uns, wir kamen aus allen Teilen des Reiches, Kämpfe witternd und Gefahr, ohne voneinander zu wissen, ohne Marschbefehl und ohne bestimmteres Reiseziel, als einfach dies, Oberschlesien. Noch im Zuge bildeten wir schon den Stamm einer Kompanie. Ein Führer war nach wenigen Minuten des Gesprächs bald erkannt, sofort und selbstverständlich in seiner Autorität geachtet. Einer machte, zukünftiger Kompaniefeldwebel, schon eine Liste fertig. In Leipzig stiegen junge Leute ein, die an ihren Mützen eine Feder trugen, bayerische Sprachen und seltsames Gepäck mit sich führten. Wagenräder und in Leinwand verschnürte schwere Walzen und sonderbare, in Kartons verpackte Eisenteile. Ich strich an ihnen vorbei, klopfte an eine solche Walze und flüsterte: Geschütze. Und der zunächst stand, grinste: Oberland. In Dresden kam ein Trupp Forstschüler. Grüne Uniform, Hirschfänger, aufgeschlagener Jägerhut, Studenten einer Forstakademie. Die ganze Akademie, die Lehrer als Offiziere, waren aufgebrochen nach Oberschlesien. Sie verstauten sorglich schwere Waschkörbe in die Gepäcknetze und versicherten dem Schaffner, dies seien Vermessungsinstrumente für die oberschlesischen Wälder. In Breslau erklärte der Bahnhofsvorsteher, die Demarkationslinie sei gesperrt und Selbstschutzformationen seien illegal und würden nicht weiter befördert. Unbehaglich und scheu wichen die Reisenden, als wir einen Zug beschlagnahmten und bestiegen und erklärten, wir würden den Bahnhof zusammenhauen, wenn der Zug nicht sofort weiterführe. Der Zug fuhr weiter. In Namslau stiegen wir aus und hier formierte sich aus den mit jedem Zug eintreffenden Freiwilligen das Selbstschutzbataillon. Aus allen Landschaften und allen Bünden hatten sich die Kämpfer, die Suchenden, ausgesondert. Vielerlei Dialekte waren zu hören und viele Abzeichen zu sehen. Jungdeutsche waren da, Stahlhelmer, Rossbacher, Baltikumer, Landesjäger, Kapp-Putschisten, Leute von Rhein und Ruhr, aus Bayern, welche und welche aus Dithmarschen. Ganze Studentenverbindungen waren geschlossen erschienen. Arbeitskommandos, Siedler und Soldaten traten an. Arbeiter und junge Kaufleute, Balten und Schweden und Finnen, Siebenbürger und Tiroler, Ostpreußen und Saarländer kamen, alle jung, alle bereit. Und jedem dritten Manne war ich irgendwo und irgendwann schon einmal begegnet, in einem der Gefechte des deutschen Nachkriegs. Und wem ich nicht schon begegnet war, der hatte einen Freund, den ich kannte. Oder der hatte einmal auf demselben Felde gefochten wie ich. Nach dreiminütigem Gespräch wussten wir voneinander Bescheid. In wenigen Tagen stand eine Kompanie abmarschbereit. Unter denen, die todesbereit und kampfbegierig nach Oberschlesien gezogen, war nicht einer, der es um der Heiligkeit der Verträge willen tat. Nicht einer marschierte in den Rhein, um die Mächte der Sitte, der Vernunft und des Gewissens zu appellieren. Wenn unter ihnen einer je am Himmel droben ein ewiges Recht unveräußerlich hangen sah, dann war es das Recht der Jugend, in der Rache die Gerechtigkeit zu suchen. Denn zum ersten Mal im deutschen Nachkrieg war hier ein Kampf von aller Problematik frei. Es traf der Ruf in uns das Herz. Er tötete im Augenblick alle Zweifel der Erwägung. Dies Land war deutsch, es war bedroht und wir marschierten es aufs Neue zu erstreiten. Nichts schmälerte die Wucht der Forderung, die uns auf einmal zwingend überfiel. Nichts konnte sie verstärken. Was sollte uns der Angstruf der Regierung, der sich nicht an uns, nicht an die wache Kraft der Jugend wandte, sondern an das Weltgewissen?
Was mochten uns die Argumente kümmern, tausendfältig von der Presse, von den Ämtern aus Laumunde ausgespien? Nichts ging uns an, was mit Zahlen und Statistiken, mit Noten, Ultimaten, mit Erbanspruch und Wahlergebnis zu begründen war. Doch dass die Polen nun im Lande standen und uns Hohn zu bieten wagten, das ging uns an. Die Provinz, fern, kaum bekannt, ein Keil, der eingeschoben zwischen Polen und Tschechei, angreiferisch und drum von uns geliebt, in seiner Spitze alle Energien barg, stand, weil gefährdet, nun im Brennpunkt der Nation. Das war erkannt von allen, die das metaphysische Gesetz beherrschte, durch welches die Nation allein erfassbar wird. Dieses Gesetz verlangt den Einsatz. So wurde Oberschlesien uns zum Prüfstein, uns, dem Lande und dem Volke. Es handelte im Letzten sich nicht um Industrie und Kohlenproduktion, um Volkswirtschaft und Kartoffelbau, nicht um die Erhaltung der deutschen Kultur und nicht um das Wohlergehen der Bewohner der Provinz. Es handelte sich darum, das Gesetz der Nation zu erfüllen. Für die, die darum wussten, gab es kein Warum.